Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, Güterzug-Time sozusagen. Der hier schleicht sich raus, der möchte raus hier und mit dem fahren wir noch mit. Jetzt, ich weiß, dass wir da oben bei Heisenberg City auch noch so eine neue Lebensmittelkonstruktion haben. Da kommen wir dann auch noch dazu. Ich würde sowieso sagen, wenn wir jetzt Güter machen, dass wir uns vielleicht darauf konzentrieren, dass wir zuerst mal, wir steigen mal ein, dass wir zuerst mal alle Städte, die wir so haben, mit Nahrungsmitteln beliefern. Wir haben bis jetzt eigentlich nur sozusagen eine Priorität gehabt mit den Metropolen. Wobei, so ein bisschen Abwechslung schadet halt auch nicht. Das ist natürlich auch wahr. Also, dass wir halt ab und an dann auch mal noch, hier steht ein Pfeiler drauf, pfui, dass wir dann ab und an eben doch auch mal noch mal Treibstoff und Co. machen, Maschinen, Waren, alles was noch fehlt. Was haben sie denn alles noch nicht? Ja, also Waren, nicht Güter, Waren. Güter waren bei Trailfever. Ja, und eben Maschinen und so weiter. Ja, können wir uns ja dann mal ansehen. Hui, wie das klingt. Das ist ja interessant. Was ist das denn für ein Geräusch? Ich entdecke immer wieder neue Sachen hier bei Transportfieber. Letztens in der letzten Folge, da diese Zeitangabe für die Hauptverkehrsverbindung, die war mir komplett neu. Ah, cool hier mit der Brücke. Gefällt mir auch, wenn die Züge dann eben genau, wenn sie daher kommen, oder hier vielleicht sogar seitlich uns überholen. Das ist dann eben nett. Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Kann nicht so wichtig gewesen sein. Da vorne unser Städtchen. Die freuen sich jetzt. Jetzt gibt es Nahrung. Und wir düsen hier genau links weg. Über den Bahnübergang rüber. Jawohl, da gehen Schranken runter. Genauso wie es sein soll. Und dann hinten rein. Jetzt haben wir aber da noch keine LKWs. Genau, nicht, dass ich das noch vergesse. Wenn ich sonst schon immer das Zugschlusssignal vergesse. Diesmal haben wir es aber. Ich glaube, das gewöhne ich mir an, dass ich das Teil jeweils gleich zu Beginn kaufe, vor der Lokomotive vielleicht sogar, und es dann unten reinhänge, so wie ich das letztes Mal gemacht habe. Dann denkt man nämlich auch daran. So, hallo Kollege von der gleichen Linie. Ja, schöne Züge. Ich möchte dann mal noch gucken, wie das aussieht, wenn die beladen sind. Also sprich, wenn sie beladen oder abladen. Und das ist ja auch eine relativ coole Perspektive hier, wenn man so über Städtchen rüber gucken kann. Das ist der Vorteil eines Güterbahnhofs, der ein bisschen erhöht ist. eben, weil die haben, glaube ich, noch eine spezielle Animation, diese Wagen, dass man da wirklich noch schön was sehen kann. Hier hinten würde ich sagen, lassen wir es, wie es ist. Also sprich, das hier keine Gleise. Junger Mann, Achtung, Achtung, Stopp. Ja, der hat angehalten. Ich habe es gesehen. keine weiteren Gleise mehr rausmachen, sondern dass das so eine Art Kopfbahnhof gibt hier mit der Industrie da auf dem Hügel drauf. Das finde ich, sieht relativ cool aus. Ein Gleis haben wir ja im Prinzip schon, das hier rausführt. Hier, das sehen wir. Das sollte dann aber auch das einzige bleiben, würde ich mal vorschlagen. Was wir mit der Straße machen, müssen wir noch gucken. Die Stadt wird hier wahrscheinlich nicht mehr weiterkommen. Sollen wir mal schnell schauen, was wir mit der Straße machen können, damit das vollendet ist hier. Da machen wir danach dann die LKWs. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier an Sträßchen haben. Das wäre die hier. Ja, nehmen wir die, welche da schon da ist, würde ich sagen. Das wäre die. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, da ist genau eine Weiche. Das wird nicht klappen. Da wird wahrscheinlich das eine oder andere Haus weichen müssen, würde ich mal sagen. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier rüberkommen. Ist nicht ganz ohne. Hier ist ein Brückenpfeiler und hier ist eine Weiche. Kommen wir hier rüber? Nee. Müssen wir eine Brücke machen. Für die Brücke haben wir keinen Platz. Kein Wunder, dass die KI hier nicht weiterkommt. Das wundert mich dann doch nicht. Wir können natürlich hier rauf und hier oben rüber. Das Problem ist einfach, dann muss hier eines von diesen doch relativ schönen Gebäuden weichen. Und das würde mich fast ein bisschen ärgern. Wie können wir das sonst noch lösen? Indem wir die Straße am besten kappen und hier was anderes hinstellen. Aber nein, sie haben so schön gebaut, das wäre auch irgendwie schade. Mal hier rauf gehen. Wir könnten natürlich hier rauf, hier rüber und dann da rein. Dann wäre das auch irgendwie angeschlossen. Man kommt dann von diesem Bereich irgendwie. Ja, man kann ja mit der Brücke hier rüber. Also was überlege ich denn lange? Wir machen das folgendermaßen. Das gibt eine Kurve. So, das andere Gebäude, da muss auch weg. Dann sind wir hier. Und jetzt gucken wir, ob wir hier auf eine Brücke kommen, weil das ist dann doch eben Bahnhofsgelände. Mal schauen. Kollege M. Jawohl, das klappt. Dann haben wir hier diese Bogenbrücke. Die Gleise hier, die werden, ja, je nachdem brauchen wir die doch noch, dass die dann mal noch weiterführen. Aber dann können wir das so machen, dass wir die Brücke nochmal bauen. Dann würde ich gar keine großen Manöver draus machen. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwie reinkommen. Ja, so wird es gehen. Da muss ich wieder ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht abstürzt. Aber wir können es natürlich auch so machen, dass wir das so haben und dann hier
irgendwie diese schöne Brücke nehmen und dann reingehen. So, dann ist das wesentlich eleganter. Na gut, jetzt haben wir im Prinzip die beiden Gleise natürlich vergessen, aber mit denen können wir auch in die Gleise rein oder sonst, wenn wir sie halt brauchen. Die Brücke ist nicht in Stein gemeißelt, also ist sie irgendwie zwar schon, aber die können wir auch wieder kappen. Es geht ja nur darum, dass das hier in sich irgendwie geschlossen ist und Sinn macht, weil die KI da nichts mehr machen konnte. Gut, das hätten wir. Jetzt fehlen die LKWs. Eine Laderampe haben wir. Wir müssten mal wissen, die Nahrung. Ja, das müssen wir nicht wissen. Das wissen wir. Die kommt in den blauen Bereich in Richtung Gewerbe. Das wäre hier oder hier und hier. Ja, wird halt wieder auf dieses eine Teil rauslaufen, was wir hier haben. Ist ein bisschen schade. Aber eben, wenn natürlich die normalen LKW-Güterteile so eine geringe Reichweite haben, dann können wir eigentlich immer nur auf dieses Teil zurückgreifen. Und guck mal, was wir hier für eine Ausdehnung haben. Das ist fast die ganze Stadt, die wir damit abdecken. Das würde ich sagen, ist mal gebonkt. Zack, gekauft. Gleich mal Linie aufrufen, den Manager. Zack, von hier nach hier oben. Die nutzen auch die Brücke, anders wird es nicht gehen. Und das ist dann, wie haben wir das genau? Ich muss jedes Mal wieder überlegen. Das ist Stecherschleuse. Stecherschleuse, dann LKW und dann noch wohin? Das wäre dann die Industrie, Blödsinn, das wäre das Gewerbe. So, gut, was haben wir für schöne Lastwagen, die hier arbeiten könnten? Wir haben hier unten das Depot. Rasenfahrzeug kaufen, Güter. Irgendwas Besonderes hätte ich gerne mal wieder. Aber ich glaube, da wir eben, das Problem ist, wir haben jetzt immer nur mehr oder weniger Lebensmittel transportiert und Lebensmittel, die sind dann halt beschränkt auf die einen LKWs, die wir haben. Irgendwie die hier oder, ja, wenn wir hier unten gucken, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ja, eben hier stürzt das Spiel ab. Das habe ich schon mal getestet, mit denen geht es nicht. Mit denen wird es noch gehen. 14 Einheiten, Lebensmittel, Koffer, Erfurt, Farbschimmer. Das müsste was anderes sein, wie die hier. Ich weiß nicht, ob es klappt. Deswegen, Sicherheit kommt zuerst. Safety first. So, einmal überschreiben. Dann muss ich halt zur Not nochmal laden, wenn es abstürzt. Aber wenn es funktioniert, funktioniert. Nee, das geht sowieso nicht. Halt, 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 Herr Heisenberg. Denkfehler, Denkfehler, Denkfehler. Das ist die Linie, die in die, ins Gewerbe führt. Die muss ja eben noch mehr mitnehmen können. Deswegen werden wir eben doch irgendwie LKWs von hier oben nehmen müssen. Aber gut, das Speichern hat natürlich auch nicht geschadet. Was haben wir hier noch nicht benutzt an LKWs? Wir gucken mal hier unten. Hier, diese Orangen, die kommen mir nicht bekannt vor. Und ja, da haben wir eine große Auswahl. Die lassen wir auf Automatik. Und nehmen mal, ja, mal ordentlich was, damit hier ein bisschen Betrieb in die Bude kommt. So, das wäre dann LKW-Gewerbe. Und dann hätte die Stadt eigentlich sämtliche Linien, die sie braucht, was die LKWs angeht. Sie haben natürlich nur die Sachen noch nicht. Aber guck mal, Nahrung haben wir da auch schon. Also das funktioniert schon mal bestens. Ich würde sagen, ja, da steigen wir doch glatt nochmal kurz ein. Und danach gibt es dann noch Nahrung für Frankfurt. Darauf freue ich mich. Das ist irgendwie eine meiner kleinen Lieblingsstädte, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der schönen Skyline. Mal gucken, wie wir das dann machen. Da müssen wir irgendwie... Achtung! Aha, das hat geklappt. Okay, die leben noch. Ja, da müssen wir gucken, wie wir über die Gleise kommen. Das werden wir dann sehen. Ansonsten muss ich sagen, hier Stecherschleuse, sehr nett. Ich glaube, ja, das ist genau das Städtchen, was ich, glaube ich, schon vor x Folgen schon mal gelobt habe, weil es irgendwie so schön rauf und runter geht. Das ist alles andere wie flach, also wie ebenerdig. Das ist ja tatsächlich so, dass man je nachdem, wo man langfährt, geht es rauf oder runter. Und sowas mag ich natürlich. Das wirkt auch gleich viel realistischer, finde ich. Ja, wenn man jetzt hier sieht, genau, jetzt geht es ja wieder hoch. Das da links sieht so ein bisschen aus wie so ein Universitätskrankenhaus, habe ich jetzt gerade gedacht. Ich glaube, ich kenne diese Perspektive aus der Realität, wo dann eben da oben tatsächlich ein Krankenhaus ist. Ich wüsste jetzt nicht, wo das war, aber irgendwoher muss da die Idee jetzt auch kommen. So, wir hängen wieder ein bisschen im Stau drin. Ich weiß auch nicht, wo es jetzt hingeht. Ich schätze mal Richtung Brücke. Ah, nee, jetzt sind wir genau. Jetzt haben wir rechts von uns die Ablage sozusagen, also da, wo wir die Waren hinliefern, die Nahrung. Wir hatten mit Sicherheit noch nichts dabei, wir waren noch nicht am Bahnhof. Dann geht es also jetzt zum Bahnhof. Und da begegnen wir den anderen LKWs, die welche zuständig sind für die Industrie, für den industriellen Bereich der Stadt. Da kommt der andere wieder daher. Ja,
Also die sind jetzt tatsächlich ausgerüstet. Eine Straßenbahn haben sie auch. Wunderbar. Dafür, dass das Städtchen ein bisschen versteckt ist, ist es doch eben. Ja, und da geht es wieder runter. Das habe ich gemeint. Ah, schade. Ich dachte, wir fahren auch da lang. Ja, man kann nicht alles haben. Und bauen tun sie auch schon wieder hier um die Tanke rum. Und jetzt geht's auf die Brücke. Genau. In Richtung Bahnhof. Auch schöne Lastwagen. Guck mal, die haben hinten sogar auch noch Licht. Das ist zwar kein Licht, das wissen wir. Das sind einfach im Prinzip blöd gesagt rote Punkte. Aber die wirken schon. Also das hat schon was von Licht. Das bringt mich dazu, dass ich mal noch... Ja, das können wir vielleicht sogar heute noch mal... Oh, ein Baum. Okay, den werden wir noch schnell fällen. Ich wollte in Frankfurt dringend noch das brennende Haus installieren. Ebenso wie die Feuerwehr. Und zwar alleine schon aus dem Gedanken heraus, weil dann haben wir den Sirenenklang in der Stadt. Und das passt doch perfekt zu dieser Skyline, die wir da haben. Aber das schauen wir, ob wir das noch schaffen, weil... Ja, diese Lebensmittellinie, die wir dann nach Frankfurt führen, die braucht auch noch ein bisschen Zeit. Okay, einmal aussteigen und dann machen wir einmal Förster. Das wäre irgendwo hier hinten gewesen. Wo ist dieser Baum? Hier. Ist zwar schade drum, aber okay. Wir können nicht damit umziehen, also müssen wir ihn kappen. Dass die hier aber auch einfach durch die Straße durchwachsen, das ist auch ein bisschen frech. Sieht aber schon schön aus. Es ist halt einfach Modell. Guck mal, hier mit den LKWs. Ach, ja, das habe ich mir halt auch öfters gewünscht früher, dass vielleicht die Fahrzeuge noch fahren, also die Autos und so weiter. Und das haben wir jetzt hier alles. Wir haben hier den IC, den Hybrid, da oben die Lastwagen. Ja, ich muss sagen, Stecherschleuse, es macht sich. Gut, die Güterzüge sind auch unterwegs. Ja, jetzt hat man natürlich im Miniaturwunderland in Hamburg, funktioniert das ja mit diesen fahrenden Fahrzeugen. Eigentlich ein Grund mehr, dass man da mal vorbeigeht. Gilt auch für mich. Es ist halt schwierig, eben 1000 Kilometer. Gut, wir wollen nach hier vorne. Und dann wollen wir hier, ja, hier müssen wir unter der Erde durch, damit wir hier in den Güterbahnhof reinkommen. Das sieht man hier, welche Gleise wir hier nehmen. Das können wir dann eigentlich später beratschlagen. Wichtig ist mal, dass wir irgendwie nach hier oben kommen. Könnten wir das früher schon? Und was müssten wir dann tun? Nee, können wir eigentlich nicht. Da haben wir noch eine Eisenbahnlinie. Da können wir unten durch, das würde zwar gehen. Aber hier, ja, wir könnten natürlich, wenn das geht, dass wir hier an dieser Brücke andocken und dann hier geradeaus gehen mit eigenen Gleisen natürlich und dann hier runter. Die Frage ist, ob das reicht vom Weg her. Das müssen wir aber mal gucken. Das würde heißen, wir müssen auf die Seite kommen hier. Können wir das? Und wenn ja, wie? Ja, das können wir, indem wir hier unten durchgehen. Ich würde glatt mal sagen, das machen wir. Welches Gleis nehmen wir mit? Wir gucken mal. Also welches Gleis hier vorne, welches wir hier nehmen, ist klar, das schnelle. wir könnten ja mal gucken, was haben wir denn an Linien? Da haben wir zwei hier drin. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal das hier. Oder, Moment, müssen wir noch weiter von hier aus? Ja, wahrscheinlich noch eins weiter nach da hinten. Wir nehmen mal das. Wir machen natürlich hier dann, je nachdem, auch wieder ein Gleisfeld. Wie gesagt, der Bahnhof, der wird jetzt auch nicht, ich muss es nochmal sagen, der wird in dem Sinne nicht verweisen. Also wenn hier nicht mehr viele Linien dazukommen sollten, warum auch immer, dann machen wir hier Fegzüge hin, dass wir die da haben. So, jetzt müssen wir hier aber die erste Kurve machen, damit wir da an der Fabrik vorbeikommen. Und dann gleich die Kurve zurück, damit wir hier vielleicht noch unten durchkommen. Wäre jetzt was praktischer gewesen hier. Aber dann kommen wir hier mit den Gleisen. Wenn wir hier mit Gleisen rausgehen, da kommen wir dann nicht mehr lang. Okay, machen wir so. Gehen wir hier schon ein bisschen runter. Wenn wir das dann ziehen. Oh, guck mal, das ist ja perfekt. Dann haben wir wirklich genau im Prinzip... Ne, da kommen wir auch nochmal raus. Dann haben wir hier einen Tunnel. Das möchte ich nicht. Das hier oben ist perfekt. Das wäre genauso, wie ich das haben möchte. Dann werden wir wahrscheinlich in Kauf nehmen müssen, dass wir hier auch einen Tunnel haben. Weil dann gehen wir hier eben so weit runter, dass das dann hier wirklich entstehen kann. Mit diesen Portalen. Gut, dann nehmen wir hier das Portal. Und hier vorne nehmen wir irgendwie was Moderneres. Zum Beispiel das hier. Zack, gekauft. Und jetzt werden wir hier natürlich wieder zurückgehen, damit wir da auf die Brücke raufkommen. Wird ein bisschen kurvig. Aber... Ja, dafür haben wir dann das, was wir wollten. Jetzt gibt es hier einen Tunnel. Okay, ja, müssen wir in kleineren Schritten bauen. Das funktioniert so nicht. Aber wir nehmen zuerst mal Gleis Nummer 2 mit. So, das wäre dann so. Und dann nehmen wir wieder dieses Äußere. Machen hier mal eine Kurve.
So, auch mit zwei Gleisen. Jetzt werden wir ins Tunnel reinkommen. Jetzt brauche ich nur aber dieses Gleis hier, damit wir da anlegen können. Mal gucken, ob das funktioniert. Irgendwie nicht. Moment. Vielleicht müssen wir es wieder von der anderen Seite ausbauen, damit das andocken kann hier. Wenn wir das so machen, dass wir das hier nehmen und in die Richtung gehen. Wo ist mein Gleis? Hier oben. Aha, dann kämen wir hier gleich wieder in den Tunnel rein. Und dann hier auf die Brücke. Doch, das würde eigentlich soweit funktionieren. Wäre auch die richtige Brücke. Sehe ich das richtig? Jawohl. Wir machen jetzt hier mal, würde ich sagen, kein Damm. Sondern lassen das so, wie es ist. Das ist nämlich eigentlich ganz nett. Und hier durchs Tunnel durch. Machen wir dieses Portal. Ja, das kann man eigentlich so kaufen. Zack. Nehmen wir das mit. Und machen das auch gleich zweigleisig. Das funktioniert sogar. Wunderschön. Okay, das haben wir. Jetzt gehen wir hier über die Gleise rüber und gehen hier dann aber irgendwie entsprechend runter. Beziehungsweise vielleicht sogar hier lang. Mal gucken, ob das funktionieren würde. Weil je nachdem könnten wir auch in die Gleise rein. Wobei, da tun wir uns keinen Gefallen, weil wir fast eine Kniebeuge machen müssen. Dann würde ich eher sagen, wir gehen hier auch noch rüber, gehen dann runter und gehen in diese Gleise rein. Also, dass das hier tatsächlich rüberführt. Oder wir gehen ganz rüber. Dass das hier so quer rüberführt, brückentechnisch. Da könnten wir eigentlich noch auswählen, sehe ich das richtig? Ja, aber das sieht komisch aus. Nee, nee, das würde ich bleiben lassen. Dann nehmen wir die gleiche Brücke, die wir hier oben haben, wenn es die gleiche ist. Ja, mit dem Zaun sozusagen. Wenn wir hier noch runtergehen, wie sieht es dann aus? Sieht eigentlich fast besser aus, gefällt mir fast besser. Das könnte man mal so machen. Das zweite Gleis kommt dann natürlich auch noch mit. Jetzt werden wir hier aber noch ein bisschen in die Richtung düsen, damit wir da runterkommen. Die Gleise hier, die werden wir nochmal abreißen müssen, sonst haben wir nicht die richtige Höhe. Kommt der unten durch? Jawohl, der kommt unten durch. Wie sieht es mit der Oberleitung aus? Eher schlecht. Also so hätten wir sicherlich kein Problem. Aber dann haben wir ein Problem, dass wir da nicht mehr langkommen. Wir kommen da nicht runter. Wir machen das so. Wir nehmen das in Kauf, dass man hier die Oberleitung ein bisschen in der Brücke drin hat. Das ist eigentlich kein Manöver. So, nochmal ein bisschen abdrehen. Geht genau nicht. Müssen wir so machen. Haben wir jetzt die Höhe noch? Jawohl. Ach, es wäre aber halt schon, es wäre auch optisch halt so, muss ich sagen, irgendwie schöner. Sollen wir es mal testen? Wir testen es mal. Wir sehen es ja, ob wir runterkommen oder nicht. Wir müssen die Gleise hier sowieso nochmal kappen, haben wir gesagt. Also, kappen wir mal. Haben wir eh noch gemacht, damit wir das hier reserviert haben. So, mal gucken. Gleis schnappen und mal direkt verbinden. Was meint das Spiel? Steigung zu groß. Okay, wir kommen tatsächlich nicht runter. Ah. Ja, wir haben hier das maximale Gefälle. Wir versuchen es mal in kleinen Schritten. Das wird aber wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Oh Gott, was macht das Spiel da? Nicht so sagen, Mann, dann stürzt er ab. Lass mal gut sein. Ja, weiter runter kommen wir nicht. Das sieht man, ja, das sieht man schon von, wie soll ich sagen, vom Auge aus sozusagen, dass das nicht funktioniert. Wir müssen hier tatsächlich ein bisschen abschüssiger bauen, damit wir da wirklich reinkommen. Jetzt muss ich es noch wieder erwischen. Jetzt kann ich dafür, dass ich es in kleineren Schritten baue und dafür hier natürlich eine Kurve machen. Das ist auch nicht so schlecht. So, dann wären wir hier unten. Vielleicht noch ein bisschen zurückgehen. Okay. Das würde sogar funktionieren hier mit den Oberleitungen. Das ist gar nicht schlecht. Ein bisschen weiter unten sind wir. Mal gucken, ob das reicht. Das müsste reichen, denke ich. Wenn wir hier so runtergehen. Moment, da rein. Arg. Okay, wir testen es trotzdem mal. Ob wir es nicht irgendwie gebacken kriegen, wenn wir hier ganz raufgehen. Ja, das ist ab vom Gelände her auch nicht wirklich ideal. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Müssen wir hier tatsächlich noch weiter runter. Gut. Kappen wir nochmal. Und gehen weiter runter. So. Schnapp. Während da die Züge fahren. Es ist ein Traum. Ich genieße das richtig. Ah, wir kommen aber... Ja, so kommen wir nicht weiter runter. Wir haben zu wenig Weg. Da müssten wir früher schon weiter runter. Das könnten wir aber auch. Aber dann kommen wir hier irgendwann... Das sieht dann immer nicht mehr gut aus. Guck mal, wie cool das eigentlich aussieht hier mit den Zügen, die die... Wer daherkommt, Lassi Express und Co. So wäre es am besten. Aber wisst ihr was, wir können es ja anders machen. Wir müssen ja nicht in dieses Gleis rein. Wenn wir die Brücke haben, lasst uns das mal testen.
Wisst ihr was, wir kappen hier mal alles. Das können wir eh wieder hinstellen. Wie gesagt, das ist eh nur für die Reservation gewesen. So, jetzt haben wir sozusagen freie Bausichtphase-Dingens. Nehmen die Brücke mit, gehen hier rüber. Dann haben wir ein bisschen mehr Weg. Das heißt, wir haben mehr Zeit und mehr Platz, um da hinten reinzukommen. Also, sagen wir mal so. Sind wir da irgendwie im Weg, wenn hier die Gleise raus wollen? Ein bisschen ja. Wie machen wir das denn am besten? Ich müsste hier eine Kurve haben. Also hier so irgendwie. Da kommen wir aber auch nicht runter. Moment. Mal testen. Oh lala, das geht irgendwie auch nicht. Obwohl wir den viel weiteren Weg haben. Das muss doch möglich sein, dass wir hier irgendwie nochmal kappen. Geht nicht anders. Jetzt müssen wir aber tatsächlich aufpassen, dass wir hier nicht zu sehr reinhängen. Okay, jetzt geht's hier steil runter. Ausrichtung wäre okay. Jetzt können wir im Prinzip nochmal dieses Gleis da hinten testen. So, runter. Und dann haben wir hier tatsächlich schon fast eine Kreuzung. Wir müssen hier nochmal ein bisschen rauf. So ist okay. Gehen wieder zurück. Bisschen aufs Tempo achten, damit das Ganze noch eine gewisse, ein gewisses Grades hat. So, gut. Ob das klappt? Wir gehen hier nochmal runter. Ne, dann hängen wir auf dem Gleis. Gehen wir wieder rauf. Ja, ob das jetzt groß anders ist wie vorher? Ich wag's zu bezweifeln. Oh, da können wir aber... Ah, doch, doch, das geht. Ja, sehr schön. Das geht da rein. Ginge da, ginge da, ginge sogar hier. Und wo wollten wir eigentlich ursprünglich rein? Hier haben wir die Gleise gehabt. Nee, haben wir nicht gehabt, sondern die haben wir gehabt. Ich guck mal nochmal. Sicher ist sicher. Eigentlich könnten wir sogar da rein, wenn man es genau nimmt. Einfach mit eigenem Gleis. Sprich, das wäre dann so mit einer Weiche hier. Das würde ich aber nicht mal machen. Wir machen das so, dass wir da reingehen. In welches Gleis? Das ist das rechte. Und das hier ist ebenfalls das rechte. Und dann haben wir hier das. Wenn wir das noch aufschütten. Sieht eigentlich wesentlich besser aus. Das machen wir so. Mal gucken, wie das dann mit den anderen Gleisen aussieht. Das schauen wir dann, wenn wir dazu kommen. Der Punkt ist, wenn wir hier aufgeschüttet haben, ist es natürlich relativ einfach, mit einem Tunnel unten durchzukommen. Das müsste also definitiv so funktionieren. Ah, jetzt haben wir hier aber ein Problem. Brückenpfeiler-Kollision. Mal gucken, wenn ich es in kleinen Schritten baue. Ja, dann scheint es zu funktionieren. Wunderbar. Es sollte aber nicht sicheln. Da wurde noch gefragt in den Kommentaren, ob es eine bestimmte Taste gibt, die man drücken kann, wenn die Straßen oder die Schienen so eine Sichelform annehmen, wenn man baut. Ne, die gibt es nicht. Da muss man, habe ich dann auch geschrieben, einfach neu ansetzen. Das Ganze, dann funktioniert. So, einmal Weiche. Daneben an haben schön die X-Weichen funktioniert. Hier wird es nicht funktionieren. Ja, das hat man schon gesehen beim Bauen, dass das nicht funktionieren kann. Das ist aber egal. Wir haben ein bisschen Platz. Also gibt es hier, Kollege, Oldschool-Weiche. Gut, das wäre also unsere Piste hier unten durch. Interessante Konstruktion. Nur für ein paar Lebensmittel. Tja. Aber eben, es ist Frankfurt. Das ist natürlich auch ein Großabnehmer, weil es eine große Stadt ist, die sowieso noch weiter wachsen wird. Also von daher kann man das auch machen. Wir bräuchten ein paar Signale. Nehmen wir mal dich hier. Zack, einmal diesen. Dann hier vorne ein Gegensignal. Zack, dann einen Block. Den machen wir mal hier. Ist eigentlich keine ewig lange Strecke, aber eine gewisse Länge haben wir dann doch. Gibt hier nochmal einen Block. Und hier vorne machen wir mal nochmal einen Block. Was hat es hier gemacht? Zusammengebaut das Ganze. Interessant. Und dahinter nicht. Und hier auch wieder nicht. Ja, weil sich hier die Höhe geändert hat. Wir sind hier ein bisschen aufwärts gegangen. Guck mal, das mussten wir... Ja, hätten wir nicht mal gemusst. Deswegen hatten wir den Platz nicht. Das hätte man, wenn man es ein bisschen genauer betrachtet hätte vorher, hätte man sehen können. Ist aber jetzt egal. Es passt ja eh. Geht ja jetzt um die Signale. Sprich, hier vorne lang. Da machen wir mal hier noch welche. Und hier ist dann eh Feierabend hier unten. Da kommt Kollege Bahnhof. Ein Gegensignal müssen wir noch haben. Machen wir mal hier hin. So, dann steht das Ganze. Linie. Von hier hinten, von hier. Gerne nach hier vorne, nach hier.
Haben wir hier zu. Und dann ist das Food für Frankfurt. Food. Frankfurt. Bestens. Schnell gucken. Das ist zweigleisig, nehme ich an. Jawohl. Anders geht's fast nicht. Wir können ja noch abschließen. Das mache ich sowieso immer im Off jeweils, wenn ich Fahrzeugersatz und Co. mache. Mache ich auch im Off. Weil das nicht allzu interessant ist, um zuzusehen. Dann mache ich jeweils auch eher, dass ich alles noch abschließe, was noch offen ist. Gut, das hätten wir eigentlich auch. LKWs müssen wir dann noch gucken, wie wir das machen oder ob das schon installiert ist, das weiß ich nicht. Aber hier werden wir jetzt mal noch ganz schnell, Moment, das hier wieder korrigieren. Oder wisst ihr was? Ich glaube, statt dass wir korrigieren, machen wir hier wahrscheinlich besser nochmal ein, zwei Gleise raus. Weil das könnte schon sein, dass da jemand auf die Idee kommt, eine Straße entlang zu ziehen und dann bauen sie da natürlich wieder. Hier wird die Chance eher kleiner sein. Wir machen trotzdem mal noch ein Gleis raus. So, gut, da sind wir auf der sicheren Seite. Also, Züge. Hier haben wir ein Depot. Das führt irgendwie hier rein. Das müsste uns doch eigentlich, wenn wir hier abzweigen, führt uns das eigentlich da vorne. Moment. Ne, wir müssen da lang. Jetzt habe ich es. Wir müssen auf dieses Gleis. Das heißt, wir müssten hier mit einer Kurve hier reinkommen. Wenn wir dieses Depot wollen, das ist jetzt aber eher wahrscheinlich tricky. Da können wir gucken, ob das irgendwie funktioniert. Ne, nicht ohne, dass das Spiel abstürzt. Ne, ne, das kann nicht klappen. Gut, egal, halb so schlimm, aber wir könnten es natürlich so machen. Ne, nicht wenn wir da rein wollen. Hier rein kämen wir relativ einfach, wenn wir hier natürlich das Gleis weiterziehen, da kommen wir da rein. Das ist kein Ding. Aber, für dieses Gleis hier wird es eher schwierig, wenn wir von hier rauskommen. Man könnte natürlich mit einem noch größeren Bogen und so weiter. Guck mal, jetzt hier. Das ist das, was ich meine. Da bauen sie gleich drauf los. Kappen wir mal und stellen hier noch ein bisschen ein längeres Gleis hin. Die Straße hier, die wir hier haben, das haben wir eh gesagt, die ist sowieso eigentlich so gut wie weg. Sobald hier dann weitere Gleise langkommen, ist das Teil hier Vergangenheit. Gut, jetzt machen wir es halt anders. Dann gucken wir hier hinten. Hier mal noch Escape drücken. Da haben wir dieses schöne Depot. Da kann man doch mit dem was machen. Welches Gleis haben wir? Das hier. Dann müssen wir da rein. Machen wir mal. Dieses Gleis geht in die Richtung. Wir können das ja eh mal bauen. So wie das gedacht wäre. Wegnehmen können wir das jederzeit immer wieder. Wir machen das mal so. Okay. Und dann hier im Prinzip mit einer Weiche da rein. Und hier das gleiche. Auch schön geschwungen mit einer Weiche da rein. Wunderbar. Ich weiß, wir machen jetzt alles in die Richtung im Prinzip zu. Aber erstens können wir, wenn wir keine Weiche da haben, so hier rüber. Das funktioniert. Wir werden dann hier auch nicht gestört. Das ist ein Depot. Da kommen nicht Dauerzüge raus. Und wenn das optisch nicht wirklich gut aussieht, dann werden wir eben diese Dinger hier wieder entfernen. Werden wir das anders machen. Aber jetzt für den Moment passt das ja. Wir brauchen dieses Depot und wir brauchen Züge. Und wenn wir Züge brauchen, dann machen wir diesen hier. Einmal mehr. Test überschreiben, bitteschön. Dankeschön. Und dann gucken wir mal, was wir hier an schönen Lokomotiven haben. Gerne etwas, was wir noch nicht haben. Aber das ist halt immer so eine Sache. Weil ich nie genau weiß, was wir schon haben und ich immer wieder auf dieselben Lokomotiven anspringe, weil mir die halt einfach gefallen. Was war das hier? BLS, das ist irgendwie Basel, kann das sein? Für kurze Zeit war sie mit der zusätzlichen Cargo-Aufschrift an der Stirn im Einsatz. Aha. Haben wir hier aber nicht. Oder ist das das mit der aktuellen Beschriftung und Logo der BLS? Nein, aber wenn da eine Cargo-Aufschrift drauf wäre, aber das Ding haben wir auch schon. Das haben wir schon, bin ich fast sicher. Nehmen wir was anderes. Haben wir die schon. Was ist das für eine Lokomotive? Zwei systemfähige Baureihe. Europa-Lok. Internationaler Einsatz. Ist halt wieder irgendwie eine Personenzug-Lok wahrscheinlich. Aber die hier doch nicht. Aber wahrscheinlich haben wir die schon. Haben wir Haribo schon? Ist Haribo schon unterwegs? Oder hier die? Oder die Agfa? Die ist noch nicht unterwegs. Das wüsste ich. Das wüsste ich. Das wüsste ich. Wir nehmen halt Agfa. Wahrscheinlich fährt sie hier unten irgendwo rum. So viel zum Thema. Die ist hier noch nicht unterwegs. Wagen. Ja, da haben wir halt wieder das gleiche. Jetzt werden wir aber, ich würde mal sagen, jetzt könnten wir doch mal hier diese hier nehmen. Die transportieren nämlich auch Lebensmittel. Die sind dann auf einem Weg leer. Das ist klar.
Auf dem anderen sind sie dann aber eben beladen. Also machen wir ja mal drei von denen. Dann hätten wir gern den hier. Machen wir mal zwei. Dann noch ein Gebrüder Weiß. Zweimal. Wie lang? 135 Meter. Dann können wir hier noch die Grünen nehmen. Grün, die Farbe der Hoffnung. So, 200 Meter. Wir machen noch einen. Den haben wir noch nicht. So, dann haben wir hier tatsächlich ein bisschen Abwechslung. Kaufen, passt. Machen wir mal drei Züge. Vier ist wahrscheinlich knapp, weil, ja, die Strecke ist nicht allzu lang. Wir machen mal diese drei. Das müsste reichen. Linie zuweisen, das wäre dann Food Frankfurt. Müssen wir ein bisschen nach hier vorne, damit wir die Linie sehen. Food Frankfurt. Haben wir da. Und dann kommen die hier schon raus. Gedüst. Das führt mich wieder zum Gedanken, dass wir hier mal in dem Depot natürlich noch die Lokomotiven hinstellen wollen. Weil im Endeffekt sieht man diese Lokomotiven hier drin eigentlich sowieso nur, wenn man rausfährt aus dem Depot. Und das machen wir natürlich nicht allzu oft. Ja, dann stellt sich aber im Umkehrschluss die Frage, ob das groß Sinn macht. Naja, jetzt fahren wir erstmal mit dem Zug mit, beziehungsweise wir steigen nochmal kurz aus. Damit wir ihn auch mal noch von außen sehen, wie der so aussieht. Ja, sehr nett. Ich glaube, bei Tränenfieber hatten wir den schon. Kann das sein? Also irgendwie kommt er mir doch bekannt vor. Aber ich glaube, hier bei Transportfieber ist der tatsächlich noch nicht im Einsatz bei uns. Hier mit seinen Tonnen an leeren Wagen, die sich dann natürlich entsprechend füllen werden. Wir werden hier aber noch keine Nahrung haben. Für Frankfurt, das war fast klar, da musst du erstmal die Linie stimmen. Und wir müssen ja da hinten noch wegen den LKWs schauen. Das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Wir fahren jetzt hier noch mit. Das werden wir uns noch gönnen. Und dann folgen dann eben die LKWs in Frankfurt später. Vielleicht, es kann sogar sein, dass wir schon LKWs haben aus irgendeinem Grund. Wobei ich glaube, Frankfurt bekommt nur Treibstoff. Das würde heißen, wir haben definitiv noch keine LKWs. Deswegen werden wir es uns noch ansehen. Ich möchte hier ganz kurz die Tränenfieber-Ansicht haben. Macht jetzt so noch nicht wirklich viel Sinn, weil die Wagen leer sind. Das sieht aber bestimmt cool aus, wenn dann eben die Wagen beladen sind. Zumal hier, dachte ich eben gerade, noch einiges schon los ist auf diesem Güterbahnhof, obwohl wir erst zwei, drei Gleise belegt haben. Cool. So, nochmal einsteigen. Und auf geht's nach Frankfurt am Main. Den Main, den haben wir ja jetzt auch schon. So, den haben wir installiert. Quer durch die Stadt durch. Das hat ja bestens funktioniert. Da stand auch in einem Kommentar, da ist ja gar kein Wasser drin. Ja, das habe ich da gesagt, als wir es gebaut haben. Das ist nur eine Textur drauf, leider. Aber da können wir halt nichts machen. Wir können sozusagen nicht mit Wasser bauen hier in dem Spiel, sondern nur mit Texturen. Genauso wie es ja auch mit Licht ist. Wir können nicht Fahrzeuge bauen, oder wir. Also die Modder können keine Fahrzeuge bauen mit Licht. Da muss man sich dann behelfen mit diesen, was sind das, Blender oder Shader oder ich kenne mich nicht aus. Halt mit diesen weißen Punkten oder roten Punkten, die dann ein Licht darstellen. So, eine tunnelreiche Strecke, aber nett. Hier geht es ein bisschen abwärts und dann kommen wir hinten jetzt auf die Brücke rauf und düsen so über den Bahnhof rüber. Und das wird natürlich vor allem dann sehr, sehr nett aussehen, wenn hier noch ein paar Gleise mehr zur Verfügung stehen. Da kommt wieder der ICE daher. Hier unten, da stehen eh schon Gleise zur Verfügung. Aber halt noch nicht so viele, wie ich gerne hätte. Trotzdem nett. Damit der Skyline, man sieht sie schön. Das passt. Und hier der Bahnhof, der hat natürlich schon auch, ja, der hat Potenzial. Mit seinen vielen Gleisen, der ist eigentlich prädestiniert dazu, hier tatsächlich so eine Art Chefbahnhof zu werden. Mit dieser Skyline rechts und dann hier diese vielen Gleise. Wir werden uns hier definitiv noch ein bisschen länger aufhalten, dann später mal noch. Dass wir das alles fertig kriegen. Der IKEA da links, der sorgt für Verkehr. Und hier sehen wir eh schon einen Güterzug. Bestens. Ich habe schon wieder entweder den ICE gehört oder den Hybriden. Ich weiß gar nicht. Irgendwas Schnelles war es auf alle Fälle. Ja, cool. Gefällt mir sehr gut. Ich finde halt auch wieder klasse, dass hier der Güterbahnhof ein bisschen weiter unten ist. Der ist ein bisschen versetzt zum normalen Bahnhof. Das sieht man hier. Da hinten startet gerade noch jemand. Wow. Nett.
Eben, hier vorne. Überall Gleise raus. Hallo. Überall Gleise raus. Hier dann ebenso. Und dann sieht das natürlich mit dieser Fahrt über diese Brücke gleich noch cooler aus. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, hätten wir es für heute. In der nächsten Folge gibt es hier noch die LKWs, die dann da langfahren. Und danach, ja, da schauen wir dann mal. Irgendwas wird uns einfallen. Es gibt noch viele, viele Städte hier, die gerne auch noch was hätten in Sachen Futter und in Sachen Personenverkehr. So, jetzt sind wir auf der Brücke. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich würde gerne... Moment, wo kommen wir runter? Da kommt der Kollege. Ich hab's gleich. Wir drehen uns mal so und nehmen den sozusagen in Empfang. Hier geht's auf die Erde zurück. Hier kann ich die Kamera postieren. Da kommt er daher und da unten kommt eh auch noch ein Güterzug. Genau, was ich wollte. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.